Meine Lieben, eine Woche ist es jetzt genau her, dass ich den letzten öffentlichen Gottesdienst gefeiert habe. Es waren schon wenige Menschen dabei, aufgrund der Warnungen und auch der Befreiung von der Sonntagspflicht, die schon ausgesprochen war. Seither kann ich die Messe nur noch alleine feiern, in Gedanken verbunden mit so vielen. Dabei hätte ich sie heute so gerne gefeiert, mit meinen Gemeinden hier, um 10 Uhr, mit der Gemeinde zur Heiligen Familie in Hart an der Alz. Und bei diesem Gottesdienst wollte ich mit den Menschen auch gedenken, dass heute vor 3 Jahren meine Mutter verstorben ist. Alles ist aber jetzt auf einmal anders in diesen Tagen. Und so fällt es mir schwer, heute von Letare zu sprechen, wie dieser vierte Fastensonntag eigentlich mit seinem alten lateinischen Namen heißt. Letare, auf Deutsch, freuet euch. Zur Freude scheint wenig Grund. Und doch, vielleicht ist die Freude nur eine andere. Ich erlebe nämlich auch gerade in diesen Tagen unglaublich viel Solidarität unter den Menschen. Viele Aktionen, die gestartet werden, um für andere da zu sein. Und ich erlebe auch, dass ganz viele Menschen mithelfen, dass es uns hier gelingt, nun doch täglich auch in hoffentlich guter und gleichbleibender technischer Qualität um 18.30 Uhr die Gottesdienste hier aus der Veichtner Wallfahrtskirche zu übertragen. Wenn es denn gelingt, heute helfen noch einmal einige mit, dass wir ein langes Netzwerkkabel bekommen, alles ist hier vor Ort vorhanden, sodass wir keine langen Wege brauchen, dann können wir hoffentlich dann für die Zukunft täglich um 18.30 Uhr die Messe feiern über die Homepage unseres Pfarrverbandes www.pfarrverband-feichten.de. Bisher hat es technisch immer noch gehakt. Aber es sind viele Menschen, von denen ich jetzt erst erkenne, sie sind für andere wie Engel ohne Flügel. Für diese Menschen bin ich dankbar und es freut mich, dass es sie gibt. So wie ein weiteres Lied so schön erzählt, das mir ebenfalls in diesen Tagen zugeschickt wurde und mit dem ich euch heute einen schönen Sonntag noch wünschen will. Jeder